Bündner Küche. Nach Großmutterart, die Gerstensuppe und Malunz. Oder von Kapunz, von Dicken und Dummköpfen und von den Namen der Gerichte. Jetzt kommt die Füllung, die Bündner Nusstorte. Und in Swissmade, Knödel statt Dividende. Der Salatkonsum war jetzt nicht etwas Wichtiges für unsere Vorfahren. Cici mangia erba tvainta bisch, wer Gras isst, und damit wären die Salatblätter jetzt gemeint, der wird zum Schaf. Die Bündner Küche kann entdeckt werden als Nicht-Bündner. Und dann ist es eine Art exotische Küche, auf den ersten Blick exotisch. Die Bündner Küche für uns Bündnerinnen und Bündner ist natürlich Teil unseres kollektiven Kulturerbes. Es hat sich auch in der Sprache niedergeschlagen. Eben wenn man jemandem Tübizockel sagt oder das ist eine Frau wie ein Andutschel, dann ist man ja in dieser Tradition auch sprachlich verbunden. Im Französischen kennen wir andouille oder im Spanischen andouille. Und das kommt von inductilis, zum Überziehen geeignet. Und das ist natürlich gemeint, der Darm, in dem man eben die Fleischmasse füllt. Also es hat Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck drin. Das meiste beziehen wir aus der Region. Also Andutschel, auch Bauernsalzitz genannt. Früher war das eine spezielle Wurst, die man nur sonntags gegessen hat, weil es etwas Spezielles war, einen speziellen Gaumen. Das ist schon ein Rezept, das schon mein Großvater praktiziert hat. Und das müssen wir schon geheim halten. Man kann heute sagen, von einem, er sei ein Andutschel, wenn er vielleicht ein bisschen klein und eher dick ist. Oder Inaschkin Andutschel, eine Frau wie ein Andutschel, ist auch eher ein festes Frauenzimmer. Oder wenn man wie ein Andutschel isst, dann hat man eben so viel gegessen, dass man auch prall gefüllt ist wie diese Wurst. Rund 4 Tage hängen die Andutschel zum Trocknen in einem Kühlraum, bevor sie einen Tag in die Presse kommen. Also die Würste werden gepresst, damit die Wurst eine schöne Form kriegt und damit das Fleisch sich auch besser bindet. Anschließend werden die Andutschel weitere 1,5 Wochen bei einer Temperatur von 12 bis 14 Grad Luft getrocknet. Etwas länger, rund 2,5 Wochen im Kühlraum, braucht die Schwarzwurst, eine weitere exklusive Bündner Spezialität. Die Schwarzwurst wird bei uns Ligionnaire genannt, eine der ältesten Würste. Eigentlich eine Wurst, die von den Bauern kommt. Und speziell daran ist, dass es Kartoffeln, Schweinsleber und Schweineblut drin hat. Ganz speziell daran ist noch, dass es Nelken drin hat, dass keine einzige andere Wurst drin hat. Während die Schwarzwurst eigentlich nur in der Region erhältlich ist, hat der Andutschel den Sprung über die Kantonsgrenze längst gemacht und ist damit sogar dem Unterländer oder Flachländer, beispielsweise dem Zürcher, zugänglich gemacht worden. Andutschels, vom Namen her ist es klar, Gebiet Vorderrheintal. Die Verkehrswege, das war mühsam. Wir sprechen nicht von Mobilität, die wir heute kennen. Und deshalb waren diese Täler abgegrenzt. Und genauso wie das Rätoromanische in 5 verschiedenen Varianten seit dem 16. Jahrhundert bis heute verschriftet worden ist, genauso haben wir regionale Küchen. In Lumnezia, das heißt Tal des Lichtes. Sagen sie auch. Und wir sind in Hauptort. Wela ist Haupt gemeint von
Lumnetze, vom Lumnetze. Babetta de Mont führte über 40 Jahre mit ihrer Schwester zusammen das Restaurant de Mont in Vella. Für den Umbau des Hauses engagierten sie 1970 einen noch völlig unbekannten jungen Mann namens Peter Zumthor. Für den mittlerweile weltberühmten Architekten war es, so erzählen die Schwestern, das erste eigene Projekt. Heute ist das Restaurant verpachtet und Babetta de Mont kocht nur noch privat und für ausgesuchte Gäste. Zum Gerstensuppe braucht es Gerste und Bohnen und Gemüse, verschiedene Suppengemüse. Ja, so gerade, was man hat, kann man rein tun. Ich tue immer Gerste ein bisschen waschen. Dann mache ich Fett heiß und tue ein bisschen Böhlenschweizer drin. Und dann tue ich Gerste anbraten. In Graubünden hat man daraus eine Spezialität gemacht, die eben als solche auch wiedererkannt wird. In der Gerstensuppe kochte man ein Stück Fleisch, das eben lange köcheln musste in dieser Suppe. Das heißt, die Gerstensuppe war traditionellerweise ein Sonntagsgericht. Man setzte die Suppe auf und dann konnten beide Elternteile zusammen in die Kirche gehen, das heißt auch die Hausfrau. Und dann aß man die Gerstensuppe und dann das darin gekochte Fleisch als Hauptgericht. Eine gute Gerstensuppe sollte unbedingt mit Fleisch gekocht worden sein. Und hier nun zeigt sich die wahre Meisterköchin. Das Fleischwasser gibt halt eine gute Go. Wenn ich mal Speck mache, tue ich dann zuerst ein Wasser vom Speck ableeren und lasse nur rein, was es gerade braucht. Das andere tue ich einfrieren. Und wenn ich eine Suppe mache, habe ich das Wasser zum Drehen tun. In der Dramatik ist es in einer halben Stunde gekocht. Und sonst braucht es schon anderthalb Stunden. Wenn es gekocht ist, tut man den Bohnen auch reinmischen. Und die tue ich vorkochen, weil die länger haben als Gerste zum Kochen. Ein bisschen Salz muss man noch drin tun und ein bisschen Bouillon oder und ein bisschen Marci, ein bisschen flüssiger. Das gibt eine gute Go. Und dann noch Schnittlauch. Die Gerste hat eine feine Haut, das hat noch Spelzen ums Korn herum. Und die hat man mit Hilfe von Stampfen hat man diese Haut entfernt. Sonst würde es ein bisschen zwischen den Zähnen hängen bleiben. Es hat in Kumpels einen Müller, der Gerste gemacht hat. Da musste man das Korn geben und dann hat er Gerste gemacht. Und das war die bessere Gerste als das, was man heute kriegt. Es war gröber und die besser, aber heute kriegt man das halt nicht mehr. In Alverneu-Dorf in Mittelbünden befindet sich das Testfeld von Peer Schilperoth. Seit gut 25 Jahren beschäftigt sich der Biologe hauptsächlich mit alten Kulturpflanzen, die auch ihren Einfluss auf die Küche Graubündens hatten. Die ältesten Pflanzen sind bereits 7000 Jahre alt. Also vor 7000 Jahren kamen die schon nach Graubünden. Und nach sind dann andere Pflanzen dazugekommen. Also Getreide kam als erste. Also früher hat man hauptsächlich das Getreide zu Brei und Suppe verarbeitet. Erst seit 1800 hat man vermehrt angefangen, Brot zu essen. Und 1900 hat 50% der Bevölkerung hier Brot gegessen. Also Weizen ist jetzt heute das typische Brotgetreide, aber früher war das der Roggen. Der Roggen war eigentlich das Hauptgetreide hier. Im Testfeld wachsen auch Kartoffeln, eine Pflanze, die sich ihrer Anerkennung in Bündner Küchen schwer erkämpfen musste. Bis 1800 hat man Sorten aus Peru, aus Bolivien. Nach 1800 kommen Sorten aus Chile. Und die haben dann in ganz Westeuropa alle Sorten aus den anderen verdrängt. Der Mais kam auch aus Amerika. Die Kartoffel hat 100, 150 Jahre länger gebraucht, bis er akzeptiert worden ist in der Küche. Maluns, also das braucht gekochte Herdöpfe. Und die sollte man am Tag vorher abkochen, dass sie recht kalt sind und recht fest. Und dann tut man mit Röstiwaffeln reiben und tut dann mit Mehl verreiben. Maluns braucht viel Fett.
Und man muss ganz heiß gehen lassen, das Fett zuerst in der Pfanne. Sonst tut es den Gärer kleben. Am besten in eine höhere Pfanne. Mir denkt, sie werden viel weicher und viel besser. Aber es braucht länger. In der Bratpfanne wird es ändern, dass es schwarze Flecken gibt drin, dass derige, die zu fest brötelt sind. Und da ist viel regelmäßiger. Also. Ja, eigentlich ist es ein einfacher Spiess, ein billiger Spiess. Aber es gibt viel Arbeit zum Rühren. Ja, gute halbe Stunde, bis es so weit ist. Das serviert man mit Äpfelmus oder Äpfelschnitz oder man kann auch Sauce-Kompott nehmen und Bergkäse, Alpkäse. Und bei den Äpfeln habe ich Schälfer dran lassen. Den kann man essen oder im Teller lassen. Aber es gibt einen besseren Geruch vom Äpfel. Das sieht man an der Farbe, wenn es die richtige Farbe hat. Das hat man einfach im Auge. Und am Schluss tut man noch mal ein bisschen Fett ganz heiß machen und drüber und dann kriegt es ein bisschen Glanz. So Maluns kennt man in den verschiedenen Gegenden. Allerdings ist dann zum Beispiel Plein in Pinha in der Form, wie wir das heute noch essen, auf das Engadin reduziert. Schlin ist im Unterengadin. Es ist ein kleines Dorf an der Grenze von Österreich. Kartoffeln sind sehr wichtig. Die haben wir immer gehabt im Dorf. Und früher hatten wir alles selber. Schweine, Speck und Salzitz hat man früher selber gemacht. Und Mehl auch. Oder Butter auch. Plein in Pinha, und das war schon ein Gericht, das sehr häufig gemacht wurde. Il Plein in Pinha. Il Plein heißt eigentlich der Kloß. Der Kloß im Ofen und dann eben ganz wenig Mehl, damit es eine Art Auflauf dann bleibt. Ja, für das Mittagessen. Den Abend ist es ziemlich schwer. Also, es ist eine deftige Speise. Früher für Arbeiter gedacht. Ich habe es von meiner Mutter gelernt. Und meine Mutter hat es wahrscheinlich von ihrer Mutter, aber woher das kommt, keine Ahnung. Bis es schön braun ist, also schön goldig, so drei Viertelstunden. Es muss schon sehr gut durchgebacken sein. Obwohl aufgrund der Höhenlage im Engadin und in anderen Gebieten Graubündens kaum Nussbäume wachsen, haben es die Bündner geschafft, ihre Nusstorte sogar zu einem Aushängeschild zu machen. La Torta de Nuss Engadinaise. Das waren Auswanderer, die diese Spezialität in Frankreich entdeckt haben, dort gesehen haben, wie man damit zu Verdienst kommen kann. Und dann sind sie zurückgekehrt und haben die Nüsse importiert ins Engadin. Die Nüsse ist immer ein Problem. Es gibt in der Schweiz, aber es gibt eigentlich keinen richtigen Markt. Die habe ich jetzt von diversen Bauernhöfen in der Schweiz. In ihrer Küche auf einem Bauernhof in Vaz-Oberfaz entsteht die Köstlichkeit, für die Heidi Lenz bei einem renommierten gesamtschweizerischen Wettbewerb mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden ist. Aus einem Hobby ist so ein Nebenberuf geworden. Ganz im Sinne des Scharnutz-Grischun, einer Vereinigung von abgelegen wohnenden Bäuerinnen in ganz Graubünden, die ihre Produkte unter diesem Namen gemeinsam anbieten. Mit den Zutaten bin ich sehr streng. Ich schaue sehr auf regionale Produkte. Ich kaufe das Mehl bei Gran Alpin. Durch die Genossenschaft Gran Alpin vermarkten rund 50 Biobetriebe, die meisten aus Bündner Bergtälern, ihre Produkte. Gran Alpin betreibt auch zwei eigene Mühlen. Eine davon die Kleinmühle in Saluf, wo beispielsweise Spezialmehle, Suppengerste und Mehlmischungen hergestellt werden.
Den Teig, den mache ich eigentlich meistens so für 100 bis 150 Nusstorten. Ich kaufe sehr viel Altbutter, die ich nachher einfriere. Und eine Kollegin von Skanuzgrischun macht mir Bauernhofbutter. Die Eier, da hat ein Bauer in Lenzerheide, der hat auch Hühner. Die kriege ich dort. Ja, das sind 5 Minuten, nicht mal. Ich knete immer nochmals von Hand durch, damit ich das gute Feeling für den Teig habe. Jetzt geht er an die Kühle, etwa einen Tag bestimmt. Jetzt kommt die Füllung. Eine Karamellfüllung mit Baumnüssen. Den Zucker muss man zu einem schönen Karamell kochen. Und dann kommen die Nüsse rein. Ja, der Rahmen, der gibt dem Karamell eine gute Struktur. Und es verfeinert das Ganze. Und es bringt auch noch ein bisschen Kalorien. Also meine Nusstorte ist eine Bündner Nusstorte, sage ich. Ich denke mir, in der Engadiner Nusstorte hat es noch sehr viel Bienenhonig. Das mache ich nicht rein. Ich finde, es wird mir fast zu süß mit Honig. Bei der Füllung, die muss auch eine gewisse Struktur haben. Wenn sie zu dünn ist, dann kommt sie aus den Löchern von den Einstichen oben raus. Das ist Wasser, damit mir der Rand schön zumacht und die Füllung nicht rausläuft. Ich denke mir, eine Nusstorte braucht auch, wenn sie gebacken ist, eine Zeit, um den Geschmack zu entwickeln. Also ich empfehle immer, 2 bis 3 Tage zu warten, bevor man sie isst. Kein direktes Resultat aus seiner Arbeit mit alten Kulturpflanzen, aber bestimmt auch kein Zufall ist es, dass Per Schilperor für Granalpin vor Jahren schon eine Mehlmischung für Pizzockel kreiert hat. Das ausgewogene Verhältnis zwischen Weizen, Roggen und Gerste bildet denn auch die Basis für Johann Berris Pizzockel. Also man kann auch Hahnenwasser nehmen. Im Berggebiet braucht man nicht unbedingt Mineralwasser, aber Mineralwasser gibt auch noch ein besseres Volumen und Geschmack. Und wir sagen in Pizzockel, in Buschlaf sagen sie Pizzockeri. Und das ist der Unterschied. Bei uns hat es keinen Buchweizen drin. Und was im Buschlaf Pizzockeri hat, Buchweizen drin. Die Krauseminze gibt einfach noch ein bisschen besseren Geschmack. Also dann wird es nämlich das ein bisschen als Dekoration, als Farbe, ein bisschen einen Kontrast hineingibt in die Pizzocca. Man kann auch nur mit Salzwasser machen, aber geschmacklich ist es ein bisschen besser mit der Bouillon. Der ist schnell weich und ein bisschen knackig darf er auch sein. Die Pizzocca normal schaut man sie vom Brett ab. Ich mache sie mit der Flotte Lotte. Das ist ein Passwit, einfach mit dem größten Sieb. Die brauchen etwa 2 Minuten. Wenn sie oben aufschwimmen, sind sie eigentlich fertig. Die werden direkt serviert mit Käse, Zwiebeln und am Schluss Butter. Die Butter müsste eigentlich ganz heiß sein, dass man zischen hört. Die übertragene Bedeutung des Namens, und die wird heute noch gebraucht im Romanischen, Tübizockel, das heißt du Blödian, du Dummkopf, tu es un Bizockel, das ist noch gang und gäbe. Also man sieht, dass die Speise wahrscheinlich auch nicht so ein hohes Prestige hatte. Ein Teig ist die Basis für eine ganze Reihe von speziellen Gerichten im Puschlav. Die Caponesta sind grüne Spätzle, grüne Knöpfle.
Und da gehört natürlich der Spinat dazu. Wird mit Weißmehl, einem Ei, Wasser und Salz ein Teig zubereitet. In den Teig gehört auch 2 bis 3 Esslöffel Paniermehl. Das gibt den weicheren Teig, das gibt die weichere Knöpfe. Man nimmt ein bisschen Olivenöl dazu, damit der Teig geschmeidiger wird. Es ist wichtig, dass der Teig gut gesalzen ist. Man muss spüren, dass Salz drin ist. Und dann gibt man dem Salzwasser noch etwas Karotte dazu, eine Kartoffel. Und dann mit einem Knöpfli-Sieb macht man diese Knöpfli. Und das Wichtige nachher beim Anrichten mit viel Käse wird das angerichtet. Gut sind natürlich Vollfettkäse oder Halbfettkäse. Leicht hellbraun sind, so ja. Und wenn man das am Schluss oben mit Parmesan bestreut und dann diese Zwiebelschweiz darüber gießt, das gibt eine schöne Kruste. Wir befinden uns in einem der 150 Täler des Kantons Graubünden, nämlich in Buschlav und genauer im Dorf Brada, südlich von Poschiavo. Wir haben schon einen großen Einfluss aus Italien. Das Tal ist nämlich gegen Italien eher offen. Und im Norden haben wir den Berniner Pass und im Winter ist er manchmal auch geschlossen. Die Pizzöcker alla Buschiavina. Das Gericht ist eigentlich von Italien übernommen worden und wahrscheinlich auf Buschlafer Art abgeändert. Der Teig wird mit Weißmehl und Buchweizenmehl zubereitet. Ein Teil Buchweizenmehl und 2 Teile Weißmehl. Dann ein Ei, Salz und Wasser. Im Faltlin wird ein fester Teig zubereitet, den man auswählt und dann in kleine Nudelstücke schneidet. Hingegen im Buschlav macht man einen zähflüssigen Teig und schabt von einem Brett diesen kleinen Teigstücke ins kochende Salzwasser mit dem Gemüse. Was nicht hineingehört, sind natürlich Suppengemüse, also Sellerie oder Lauch. Das gehört nicht in die Pizzöcker. In Poschiavo gibt man verschiedene Sorten Gemüse zu, je nach Saison. Im Engadin verwendet man eher nur Kartoffeln und Mangold. Das gibt diesen feinen Salbei-Geschmack mit der Butter und die Salbei, das schmeckt sehr gut. Die Zwiebeln, die brauchen ein bisschen länger, und dann den Knoblauch und die Salbei. Und den Knoblauch muss man Acht geben, dass er nicht zu dunkel wird, denn sonst wird er bitter und dann schmeckt er nicht gut. Zu den Pizzöcker serviert man dann eine Mortadella. Die gibt es hier nur im Buschlav. Das kennt man nur im Buschlav, dieses Riskönsch. Das ist eigentlich das ähnliche Gericht wie die Pizzöcker. Anstelle des Pizzöckerteigs gibt man Reis dazu. Außer dem Buchweizenmehl, das früher hier einmal angepflanzt wurde, aber es scheint, dass es man wieder anpflanzen wird, haben wir die Zutaten aus dem Tal. Viele Familien haben den eigenen Garten. Wir nehmen das frische Gemüse aus unseren Gärten. Zwiebeln, Kartoffeln, Mangold, Bohnen. Und im Herbst hat man dann den Wirz. Dann kann man anstelle des Mangolds dann den Wirz nehmen. Meine Mutter gab immer auch noch Kastanien dazu. Man kennt das auch im Buschlav. Also Riskönsch ist nur das Riesreis. Und das Gönsch bedeutet diese Zwiebelschweize, die man am Schluss drüber gibt. Gönsch, ja. Die Caponette und Pizzöcker oder Riskönsch, das ist mir ein Mittagessen. Dann ist es relativ schwer verdaulich, auch mit dem vielen Käse. Und die Bratbutter. Und die Manfrioli, das ist eher ein Nachtessen, das man mit Kompott oder Apfelmus isst. Basis für die Manfrioli ist wie bei den Pizzocker ein salziger Teig aus 2 Teilen Weißmehl und 1 Teil Buchweizen. Der Teig muss sehr zähflüssig sein. Und dann erhitzt man Bratbutter in einer Pfanne, gießt diesen Teig hinein und rührt und rührt und rührt, bis er in kleine Stücke zerfällt. Ja, eine Portion für 4 Personen, würde ich sagen, schon 3/4 Stunde. In dem Wort Manfrioli steckt das Wort
Friuli. In unserem Dialekt bedeutet das Brösmel. Man rührt das, bis der Teig zu einer Brösmelmasse geworden ist. Man kann nicht direkt sagen, eine Süßspeise. Männer lieben es vielleicht mit einem Stück Käse dazu. Aber üblicher ist schon, am Friuli isst man mit Kompott oder eingelegte Früchten. Das ist ein Kuhstutzen, wo besteht aus dem hinteren Teil der Kuh. Aus einem Stutzen gibt es 5 Binden. Und diese 5 Binden sind dann die hier. Zum Beispiel die Deckstücke sind teurer. Die sind also teurer als Unterspelten. Unterspelten muss man immer ein bisschen billiger abgeben, weil sie eben die Sinne drin haben. Aber Fischbinden und Vorschläge, das heisst, das ist der dicke Nuss und der flache Nuss, sind ungefähr im Preis gleich. Man nimmt Kochsalz. Noch tue ich meine verschiedenen Gewürze drin. Das da kommt Knoblauch drin, Wacholderbeeren, grober Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Und dann kommt noch Wacholderblätter. Seinen Siegeszug rund um die Welt dürfte das Bündnerfleisch mit den englischen Touristen begonnen haben, die es Mitte des 19. Jahrhunderts als Marenda, wie der kleine Imbiss am Nachmittag im Bündnerland genannt wird, kennengelernt haben. Was die Bündner selber als alt hergebrachtes Fast Food vermarktet haben, ist aber eigentlich genau das Gegenteil von Fast Food. Denn dahinter stecken eben die alten Traditionen und auch eben diese geniale Konservierungsart des Fleisches an der Luft getrocknet. Also 40% tut es verlieren, haben wir also Gewichtsverlust. Und darum ist das Bündnerfleisch auch ein bisschen teurer. Also das Fleisch tut man hauptsächlich pressen wegen der Form. Im Prinzip hat das nichts zu sagen mit der Qualität oder so. Ein Stückchen müssen einfach schöner aussehen. Also das Bündnerfleisch wird 3-mal gepresst. Zuerst mal nach 14 Tagen, wenn es geht. Und das zweite Mal nach 1,5 Monaten wieder. Und das dritte Mal, bevor es im Verkauf geht. Die grossen Stücke haben im Prinzip 3 Monate, bis sie reif sind. Und die kleineren Stückchen, die bringen wir nachher also in 1,5 Monaten. Markus Beer ist Koch und Hotelier in Alverneudorf im Mittelbünden. In seinem Garten schneidet er Krautstiel. Eigentlich macht man die mit Mangold. Man kann natürlich auch größere Spinatblätter nehmen, was gerade im Sommer im Garten wächst. Auch Krautstielblätter. Aber es ist auch kein großer Unterschied zwischen den einzelnen Blättern. Das Gericht heißt Kapunz. Wird auch Krautwickel genannt. Das ist eine Spezialität des Bündner Oberlands hauptsächlich. Aber auch bei uns da im Mittelbünden. Rohschinken, das brauche ich zuletzt. Als Garnitur auf die Kapunz. Sie können das auch ohne machen, aber schmeckt auch gut dazu. Gewürz ist eigentlich wie ein Spätzleteig. Muskatnuss, Pfeffer, Salz, das ist eigentlich alles. Mit Vorbereiten dauert es sicher eine Dreiviertelstunde, bis alles bereit ist. Und nachher, wenn die Wickel eingewickelt sind, dauert es ungefähr 10 Minuten. 10 bis 15 Minuten sind die bereit. Meine Mutter hat schon seit eh und je früher Kapunz gekocht. Das gab es bei uns im Sommer einmal in die Woche. Und ich koche das genau nach diesem Rezept. Es gibt sicher über 200 verschiedene Rezepte. Die einen essen dann trocken mit Käse und Butter. Ich mache eine leichte Soße dran. Ich habe zum Beispiel da Bouillon und Milch. Andere kochen nur im Bouillon. Das ist ganz verschieden. Aber alle schmecken. Ja, jetzt machen wir natürlich Kapunz mit Scampi und Crevetten und alles drum und dran. Alles wird da eingewickelt und wird als irgendein Kapunz verkauft. Aber eigentlich ist das ein ganz einfaches Gericht, wo man nicht irgendeine fernöstliche Lebensmittel dazu braucht. Dann werden die angerichtet. Die Soße napiere ich über den einzelnen Kapunz.
Dann ziehe ich ein bisschen Rohschinken in brauner Butter an. Und vorher gebe ich noch ein bisschen Parmesan dazu. Und mit Butter und den Rohschinken lapieren. Sie sahen die Bündner Küche. Gleich anschließend in Swiss Made eine ganz besondere Beziehung. Tiroler Knödel und Schliener Bier. Die kommen aus der ganzen Schweiz, zum Teil aus Amerika, England. Also es sind da Einzelne, die kommen von sehr weit her. Und wir erwarten ca. 160 Personen, also so viel sind angemeldet. Am Tag davor in der Küche des Gemeindezentrums. Pro Person erhalten sie 4 Stück. Und ungefähr um die 800, 840 haben wir jetzt heute gemacht. Eigentlich ist es so entstanden, man wollte den Aktionären etwas bieten, die da nach Tschlin kommen. Tschlin hat im Gesamten, also mit Strath und Martina, rund 400 Einwohner. Das Österreich-Italien ist sehr nah. Unser Gemeindegebiet grenzt an Österreich und auch an Italien zum Teil. Aber durch die Berge sind wir einfach im Engadin abgegrenzt, muss man so sagen. Knödel, das kennt man eigentlich hier schon ziemlich lange. Man hat das vielleicht ein bisschen vom Tirol importiert. Das ist ideal für so viele Personen. Also auch in Schlin kochen die Hausfrauen diese Knödel. Nur das Brot wird in Tirol feiner geschnitten. Das sind Speck- und Salamiknödel. Also ich nehme immer 1,5 Kilo Brot und 250 Gramm Speck und 250 Gramm Salami. Eine Tasse Mehl und 5 Eier und 1,5 Deziliter Fleischbouillon. Das Kneten, das ist fast das Wichtigste. Aber das sind eigentlich Leute, die die Brauerei unterstützen, die schon von Anfang an mitgeholfen haben und die eigentlich auch Spaß daran haben. Seit 2005 wird in der Birreria in Schlien Bier gebraut. Die Brauerei entstand im Rahmen eines ambitionierten Projektes, das mithelfen soll, die Attraktivität abgelegener Bergdörfer sowohl für Einheimische als auch für Touristen zu erhalten und zu steigern. Es ist ein unfiltriertes Bier, es ist unbehandelt. Als ich das erste Mal das Bier in Jedinaiser getrunken habe, dachte ich, es wäre eigentlich ein Bier nicht nach dem Reinheitsgebot, sondern dass es eher so eine Akaziennote, Honignote hätte. Inzwischen, jetzt stelle ich es selber her, weiß ich natürlich, es ist wirklich nach dem Reinheitsgebot gebraut, ganz klassisch. Und dieser Geschmack, denke ich, kommt aus vielen einzelnen Zutaten, aber doch hauptsächlich von dem Berggetreide Granalpin. Das Klima in höherer Lage hat eine spezielle Auswirkung auch auf die Pflanze. Also wenn die Pflanzen hier gesät werden, steht die Sonne schon deutlich höher am Himmel. Das heißt, in der Jugendentwicklung genießen die Pflanzen mehr Licht. Die Reife braucht mehr Zeit, geht langsamer, das geht bis in den Herbst hinein. Also man hat eine ganz allmähliche Reife. Und diese besondere Qualität, das, was die Pflanze miterlebt, hat man dann auch im Bier. Für eine Tagesportion, ein Sud, 850 Liter, bedeutet für mich, dass ich rund 150 Kilogramm Malz verarbeite. Ein knappes Kilogramm Hopfen in Pelletsform und eben viel Wasser. Der momentane Ausstoß der Brauerei liegt bei knapp 700 Hektoliter und sehen die Zukunft eigentlich optimistisch, sodass wir in den nächsten Jahren eigentlich mit 800, 900 Hektoliter rechnen. Die Birreria Tschlin, denke ich, kann man zu den ganz, ganz kleinen, zu den Nischenbrauereien einordnen. Aber wir machen doch ein spezielles Bier und das findet immer mehr Liebhaber. Es ist die Generalversammlung. Wir bieten einfach unseren Aktionären noch Knödel, weil sie sonst leider keine Dividenden kriegen im Moment. Und dann ist das ein bisschen etwas extra. Zu den Fleischknödeln sind am Vorabend noch rund 400 Käseknödel gekommen.
Die Generalversammlung ist in vollem Gange. Und während über Erfolge, Probleme, Lösungsvorschläge und Zukunftsstrategien informiert und diskutiert wird, werden nur einige Meter entfernt die GV-Knödel gekocht und warmgestellt. Für die nächste Zukunft hat sich die Generalversammlung zum Ziel gesetzt, die Birreria Tschlin in die Rentabilität zu führen. Die Grundstimmung beim ganzen Anlass aber machte es deutlich. Den Aktionären, die meisten besitzen nur gerade eine einzige Aktie, geht es weniger um das Geschäft, als vielmehr darum, mitbeteiligt zu sein an der höchstgelegenen Brauerei Europas und an einem sympathischen und außergewöhnlichen Unternehmen. Eine Prognose sei gewagt. Sollte sich der Verwaltungsrat jemals entscheiden, die GV-Knödel abzuschaffen, würde dies unweigerlich zu einer Aktionärsrevolte führen.